eigentlich geht alles in der Redaktion immer seinen gewohnten Gang. Ich habe mich selber übertroffen diesmal. Pass auf, das Team macht die Arbeit und Klaas und ich machen uns fertig. Make Winterscheid small again! Alle Sachen, die Klaas sich so ausdenkt, die könnte er ohne die Redaktion gar nicht umsetzen. Und eine Person steht exemplarisch für diese ganze scheinheilige Bande. Wenn einer endlich mal abgestraft werden muss, dann der. Das ist Frank Thonmann. Guck ihn dir an, ne? Jetzt hier noch so verlogen als erster die Heckklappe aufmachen und fröhlich Hallo sagen. Naja, so sieht er aus. Aber was hast du denn für ein Problem jetzt? Klaas ruft ihn an und sagt, ey, hast du Bock, Joko reinzulegen? Und er ist completely on fire. Joko Winterscheid bekannt aus dem Fernsehen und aus dem Trumpf, ja? Das ist so schön. Dann ruf ich ihn aber an, ne, und sag so, ey, hast du Bock, Klaas reinzulegen? Und irgendwie ist das komisch, dass er da auch immer mega Bock drauf hat. Also das ist ja nicht so, dass der auf irgendeiner Seite stehen würde. Das ist ein Wendehals. Also spielst du seit 10 Jahren, dass er nett ist? Ja. Er ist einfach ein verlogenes Stück, Punkt, und der muss bestraft werden. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kommt er hoch. Ganz kurz, dass wir alle irgendwie wissen, worum es geht. Ich meine, offensichtlich hat es mit Klaas zu tun, ja? Wir fahren gleich alle nach Bochum und werden Klaas einfach den schlimmsten Tag seines Lebens bereiten, wenn du Bock hast. Ja, ja, ich hab Bock. Da freut er sich wahrscheinlich genauso, mich an dem Tag zu unterstützen, wie er sich sonst freut, mich reinzulegen. Wenn heute einer einen scheiß Moment haben wird, dann ist es er. Und wer sorgt dafür? Wir. Frank ist halt einfach so zu jedem nett, zu dir, zu Klaas. Und warum sollte der das 10 Jahre spielen? Weil er ein Profi ist. Aber mit welchem Ziel? Keine Ahnung. Gehen wir mal zum Plan des heutigen Tages über. Klaas moderiert heute die 1Live Krone in Bochum live im Fernsehen. Damit Frank bei der ganzen Nummer keinen Verdacht schöpft, habe ich halt einfach einen glaubhaften Racheplan für Klaas gebraucht. Den habe ich auch gefunden. Der Schauplatz für den Streich ist die 1Live Krone. Eine Musikpreisverleihung des WDR, die von Klaas moderiert wird. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Plan, den wir Frank erzählen. Wir stürmen die Bühne, machen Klaas lächerlich und ketten uns mit Handschellen an ihm fest. Live im Fernsehen. Was Frank allerdings nicht weiß, wir legen auf Frank rein. Der Rest des Teams wird ihm nicht folgen. Stattdessen wird er wie ein Geisteskranker alleine auf der Bühne stehen und Klaas beschimpfen. Damit steht Klaas dumm da, Frank sowieso, beide sind blamiert und das vollkommen zu Recht. Das war mein perfider Plan und deswegen mussten wir das auch so proben, wie es dann später stattfinden sollte. Ich habe euch alle die gleichen Outfits besorgt. Wir sind heute als Joko Army auf der 1Live Krone. Das kennt man von so Leuten wie Eminem oder John Cena. Da kommt halt so eine Armee von gleich aussehenden Leuten auf die Bühne. Frank mussten wir auch im Glauben halten, dass das wirklich passiert. Das heißt, wir haben uns wirklich hier hingestellt und die ganze Nummer einmal durchexerziert. Klaas ist nicht der große Showmaster, den er immer hier gibt auf all diesen Fotos, wo er dann irgendwelche Anzüge anzieht. Ne? Das ist er nicht. Klaas ist der Typ, der sich in seiner Freizeit, und das ist ein privates Foto von ihm, ja? Der klebt sich in seiner Freizeit Pimmelnasen auf, weil er es lustig findet. Genau so sein. Ja. Ja. Ja, da musst du ganz so blöd lachen. Gemeinsam, wo wir alle da oben ankommen, werden wir ihm einfach diesen Auftritt zerstören. Und du kommst mit hoch, du kommst mit hoch, du kommst mit hoch, du kommst mit hoch, du kommst mit hoch. Und ich bin auch dabei und wir sehen alle gleich aus. Mega. Die Feinheit meines Plans war ja, dass erstmal eine Person alleine auf die Bühne rennen sollte, um dort ein Pamphlet vorzutragen und Klaas einfach maßlos zu beschimpfen. Puri, ich geb's dir einfach mal. So, also stell dir einfach vor, ich bin Klaas, stehe auf der Veranstaltung, moderiere hier gerade und bin halt so Klaas-Häufer umlaufmäßig, ne? Also ich sag dann sowas wie, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier, herzlich willkommen bei der 1Live Krone, freut mich heute Abend. Dieser Mann ist ein Betrüger. Klaas-Häufer Umlauf ist kein seriöser Moderator. Und das sollten Sie wissen. Geronimo! Ja, wie es der Zufall so will, es war irgendwie nicht so gut, was der Puri da abgeliefert hat. Da musste ich halt einen neuen aus der Runde aussuchen und dann fiel das los auf. Frankie, vielleicht ist gar nicht so blöd mit dir. Ich probier's mal. Soll ich den Text geben? Dann gehen wir in die Kamera. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Halt, stopp! Dieser Mann ist ein Betrüger. Klaas-Häufer Umlauf ist kein seriöser Moderator. Dieser Mann ist eine Witzfigur. Und das sollen Sie alle wissen. Geronimo! Und bei dem letzten hier, Geronimo, wenn du schreist, Geronimo, das ist unser Keyword. Das heißt, das musst du richtig rausbrüllen. Ja. Das ist unser Keyword für, okay, jetzt alle auf die Bühne. Alles klar. Frank hat's einfach, der hat's drauf. Ne? Du siehst sowas und du weißt sofort, wie man's machen muss. Ne?
Weil du natürlich auch gerne Klaas in die Pfanne haust. Ne? Ja. Wir haben gesagt, Frank, du gehst da hoch, du machst deinen Text. Wenn du fertig bist, kommt die ganze Joko-Armee hinter dir her, damit du da nicht alleine stehst. Basti, du hast dann zum Beispiel das in der Hand. Ne? Wir haben Frank dann auch erzählt, dass da noch so peinliche Bilder hochgehalten werden. Und ich glaube, das hat ihn am Ende vielleicht auch noch ein bisschen mehr überzeugt, weil damit ja auch alle anderen auch noch eine Aufgabe hatten. Also du kommst auf die Bühne, liest den Text, schreist am Ende laut Geronimo. Das ist für uns das Zeichen, auf die Bühne zu kommen. Das heißt, je lauter du schreist und desto besser können wir es hören, dann kommen wir alle auf die Bühne gelaufen. Das Schöne war in dem Moment schon die Vorstellung zu wissen, wie er auf der Bühne steht, Geronimo ruft und niemand kommt. Und dann kommt, weil das ist dann der Überraschungsmoment für Klaas, du machst dann die Handschellen bei dir dran, ja, und bindest dich an Klaas. Okay. Dann ist das Geile, dann werden wir uns nach und nach alle aneinander ketten. Ja? Okay. Das heißt, wir versauen ihm die komplette Show. Gut? Gut. Das Schöne an dem Plan ist, dass ab dem Moment, wo Frank sich an Klaas rankettet, Klaas live im Fernsehen vor der versammelten Branche weiter mit Frank an seiner Seite moderieren muss. Oh Gott, ist das peinlich! Ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Die eine Fliege so ganz klein mit Kamera und mit Ton. Die andere Fliege so ganz klein mit Jackett und alles. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau hey. Ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Hör mal, hast du was an den Ohren?